Die Energie im Körper ist ein großer Bestandteil für Wearables, für die Arbeit, die wir machen im Bereich Technologieintegration von in die Kleidung selbst, in das Textil selbst. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns vor etwa 10 Jahren kennengelernt und ihr Interesse an Wearables beziehungsweise an Mode und mein Interesse an Energie und Solar. Warum sind Sie so interessiert am Design beziehungsweise an der Mode? Naja, das ist ja die klare Herausforderung in Zukunft. Wenn wir tatsächlich intelligente Kleidung, intelligente Textilien machen werden, das wird ja sicherlich einen elektrischen Strom brauchen. Und man kann das Problem temporär lösen mit diesen Einweg-Batteriesystemen, aber das ist sicherlich nicht optimal. Also optimal, denke ich, wäre, dass man tatsächlich zum Beispiel im Outdoor das Licht einfach in den elektrischen Strom umwandelt, dadurch die Batterien auch aufladen kann, damit es eine gewisse Kontinuität gibt. Und die ganze Elektronik am Körper, das wird sicherlich eine Menge Energie brauchen. Das weiß jeder, der heute iPhone verwendet, und dass man halt jeden Abend fast aufladen muss, weil die Energie eben sehr rasch verbraucht wird. Und wenn das tatsächlich im Textilien aufgebraucht wird, dann müssen wir die Energie auch in die Textilien hineinbringen. Und was wäre besser geeignet als die Solarenergie direkt am Körper umzuwandeln oder am Textil? Das denke ich, und da glaube ich, haben wir uns auch zumindest ideenmäßig zusammengefunden, und dass die Textilien auch tatsächlich in Zukunft viel mehr funktionell und elektrisch sein werden. Das kommt noch. Und die Zusammenarbeit ist ja etwas, das wahnsinnig wichtig ist in diesem Bereich. Also diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, zwischen Design, zwischen Technologie, zwischen Softwareentwicklung. Wie ist so eine Zusammenarbeit möglich? Ich sehe verschiedene Möglichkeiten natürlich an den Universitäten, wie diese sich miteinander verknüpfen. Wenn es um die Forschung geht, einerseits beziehungsweise auch um die Entwicklung und Prototypenentwicklungen zu forcieren, einerseits beziehungsweise auch wirklich an die Industrie zu gehen und der Industrie neue Möglichkeiten der Interaktion zu zeigen. Das Museum, wir haben eben am MAC, das MAC Fashion Lab, als so eine Art Labor mal versucht einzurichten. Und hier interdisziplinäre Arbeit zwischen Modedesignern, zwischen Technikern, zwischen Personen, die sich mit verschiedenen elektronischen Materialien befassen, zu verknüpfen. Was wären so die interessanten Möglichkeiten, diese verschiedenen Bereiche miteinander zu verknüpfen, nicht nur im Kontext der Wissenschaft? Ja, die Ausbildung selbst ist ja Fachausbildung in allen Bereichen. Aber nachher müssten die Fachleute ja eine Ort der Begegnung haben. Und dieser Ort könnte zum Beispiel so ein MAC Fashion Lab werden. Und ich habe heute auch festgestellt, dass es tatsächlich wesentlich mehr Interesse am MAC gibt, was zum Beispiel unsere Art der wissenschaftlichen Forschung vielleicht ins Haus zu bringen. Das, was ich eher mühsam empfinde, ist eben dieses Dialog aufzubauen. Das geht leider nur über einzelne Personen. Ich glaube, die Disziplinen selber sind nach wie vor sehr konservativ. Es wird sehr schwer sein, eine Fachtagung zu organisieren, wo tatsächlich die Fashion Designer in einer Fachtagung für Physik oder für Chemie als Vortragende eingeladen werden.
der Bereich ist noch zu konservativ. Das wird sicher noch sehr lange vor sich hinziehen lassen. Aber solche Begegnungsorte, wie die Mark jetzt hat, also würde ich sagen, dass das ist eine gute Idee. Das heißt, nicht die Spezialisten in der Ausbildung zusammenzuführen oder in den Fachtagungen zusammenzuführen, sondern eher über den Fächern, wenn man so will, so unparteiische, neutrale Begegnungen, so wie im MAK, das könnte vielleicht die Lösung sein. Da es ist natürlich, seitdem wir uns begegnet haben, haben sich einige Dinge auch in der Wissenschaft entwickelt. Speziell in den letzten 5 Jahren ist das Thema der bioorganischen Elektronik sehr weit gekommen. Ich habe auch nicht erwartet, dass das so ein Selbstläufer wird, aber das Thema ist anscheinend auch in den USA speziell für Militäranwendungen, für Smart Uniforms etc. so interessant, dass es einen richtigen Schub gegeben hat. Man verwendet halt jetzt nicht mehr die synthetischen Halbleiter oder nicht nur, sondern man geht zumindest in unserem Labor mehr und mehr in Richtung biologisch abbaubare, biologisch kompatible Materialien, die auch Halbleiter sind und die auch zum Beispiel in einem so Artificial Skin oder diese Elektronik-Tattoos, diese Kleber, sondern direkt im Körperkontakt oder im Körper drinnen befindliche Elektronik zum Einsatz kommen sollen. Und da ist diese Toxizität zum Beispiel bei manchen Materialien ist dann nicht mehr gegeben. Da ist viel mehr Biokompatibilität, das heißt, diese Elemente könnte man tatsächlich in Biokomposthaufen degradieren lassen. Die sind auch nicht umweltbelastend oder so wie der Plastikmüll unsere Ozeane komplett verseuchend, sondern die sind wirklich biodegradable, biokompatibel. Die Bioelektronik ist natürlich für uns jetzt als Entwickler von Produkten wahnsinnig interessant. Vor allem, wenn es darum geht, dass ich jetzt Elektronik unter Anführungszeichen Sensorik biologisch abbauen kann oder könnte. Denn wie, wenn ich ein Smart Textile entwickle, wie kann ich die Elektronik bzw. die verschiedenen Substanzen, die in diesem Textil noch enthalten sind, wieder rausbringen, um das zu recyceln oder eben zu entsorgen und so weiter. Also daher ist es für uns ganz, ganz interessant, mit diesen, in diesen Bereichen zu arbeiten. Also John Rogers zum Beispiel in den USA ist natürlich ganz bekannt in seinem Epidermal Electronics. Aber es ist auch ganz interessant, jetzt zu sehen, wie diese verschiedenen Entwicklungen auch umgesetzt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel das MC10, also das Spin-off, bei dem John Rogers beteiligt ist, natürlich sieht, wie sie mit Reebok zum Beispiel arbeiten, um Produkte zu entwickeln, die auch den Konsumenten interessieren könnten. Also dass man auch von Applikationen weggeht, die rein für Militär entwickelt werden, sondern dass wirklich hier jetzt für den Konsumenten entwickelt wird, im Bereich Wellness, im Bereich Sport natürlich, ganz klar, aber natürlich in ganz vielen neuen Bereichen, und die Mode spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die Projekte zum Beispiel, die ich eben ausgesucht habe, die bei dieser Ausstellung jetzt laufen, sind natürlich einerseits historisch gewachsene Projekte, wenn man in diesem Bereich überhaupt von Historie schon sprechen kann. Aber Hussein Shalahan als Modedesigner war ja einer der Führenden, der Ersten, die in diesem Bereich etwas entwickelt haben und hier sowohl mit Mechatronik gearbeitet hat,
als auch mit Licht und Elektronik und so weiter. Und das ist natürlich das eine. Und andererseits, auf der anderen Spanne, sind Projekte wie zum Beispiel die, also wir nennen es Additive Manufacturing, 3D-Drücke von Nary Artsman, die eben hier Multicolor, Multimaterial druckt. Und das sind eben die Bandbreite von diesen Applikationen ist ganz breit. Wenn ich natürlich jetzt hergehe und das hier mit biologischen beziehungsweise noch mit verschiedener Sensorik und mit verschiedenen anderen Materialien, die abbaubar sind und viel leichter zu integrieren sind, kombiniere, dann habe ich auch Produkte, die ich wirklich am Markt platzieren kann. Also das finde ich halt das Interessante im Moment, dass eben wirklich die Toddler Phase is over. Die Spielereiphase ist sozusagen vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, dass es Applikationen und Produkte gibt, die verkauft werden von großen, großen Brands. Diese Konversation ist wahnsinnig interessant und irrsinnig verständlich für uns beide, obwohl wir aus verschiedenen Disziplinen kommen. Aber ich glaube, es ist für jemanden, der aus der Mode kommt, beziehungsweise aus der reinen Textilbranche, beziehungsweise nicht mit Elektronik zu tun hat, auch nicht das Verständnis hat des Aufbaus eines Chips zum Beispiel und warum Silizium jetzt nicht der beste Träger wäre und so weiter. Das sind genau diese Dinge, wo es eben interdisziplinäre Glossare meines Erachtens nach geben müsste. Also wirklich Wörterbücher unter Anführungszeichen, die ganz kurz erklären, welche Materialien, warum nicht in diesem Bereich langfristig von Interesse werden. Oder wie funktioniert ein bestimmtes Chemikalium, das jetzt eingesetzt wird. Oder, also warum ich das sage, ist, weil wir zum Beispiel das in Helsinki jetzt machen. Weil wir hier eben die verschiedensten Gruppierungen miteinander arbeiten und meine Textildesignerin sagt, ich habe keine Ahnung, was der Chemiker jetzt gerade gesagt hat. Und wenn der Chemiker beginnt, unsere Art und Weise der Pattern Construction zu sehen, also wie man die Schnitttechnik zu sehen, beziehungsweise eben die Lagen, in denen man weben kann, dann ist es wiederum eine komplett andere Art der Kommunikation, der Konversation. Und ich glaube, das ist wiederum etwas, was ganz interessant ist, das auch reinzubringen in diese Konversation. Aber das ist meines Erachtens nach auch ein großes Verständnis, Problem, warum oft neue Ideen nicht wirklich weiterkommen in den verschiedenen Disziplinen. Erst, wie Sie vorher gesagt haben, wenn es einzelne Leute gibt, die miteinander reden und die das verstehen und dann miteinander arbeiten. Aber als Disziplinen selbst ist es noch immer relativ schwierig, finde ich auch. Also da bin ich bei Ihnen. Wir arbeiten jetzt schon sehr lange in diesen Bereichen und es geht immer um neue Entwicklungen. Beziehungsweise, ich habe das vorher erwähnt, Konsumenten ganz wichtig. Wie kann sich ein Konsument eigentlich vorstellen, dass ihre Forschung und ihre Arbeit in die Produkte einfließt? Welche Produkte wären da interessant? Also ich denke, der erste Zugang zu einem funktionalen Textil wurde ja schon durch diese berühmte Gore-Tex-Revolution. Sogar dieser Name etabliert sich schon langsam. Gore-Tex-Revolution ist hier stattgefunden, weil die Firma Gore auf polyfluorinierter Basis ein Membran entwickelt hat, das komplett wasserabweisend ist, aber doch Wasserdampf durchlässt. Alleine diese einfache Funktion hat eine zig Milliarden Markt erobert und heute wahrscheinlich vom Militär bis Bergsteiger, Skifahrer, Handschuhe, normale Outdoor-Equipment, alles wird im Textilbereich auf dieses Gore-Tex-Prinzip aufgebaut. Obwohl, wenn man bedenkt, die Funktion dort ist relativ simpel. Es gibt natürlich viel mehr Funktionen, die einem
Textil angebracht werden können. Zum Beispiel, dass es jetzt auf einmal heizt oder kühlt. Das sind die temperaturstabilisierenden Funktionen. Es kann natürlich eine Art Detektionsfunktion bringen, sprich die verschiedenen Teppiche oder Wände könnten auf Viren oder Bakterien reagieren. Da wären die Flughafenbetreiber sehr froh, wenn sie zum Beispiel einen Teppich hätten, der sich rot färbt, wenn jemand drauf mit einem SARS-Virus erkrankt herumläuft. Also das sind wirklich sehr wichtige gesundheitstechnische Funktionen. Eine Funktion, die sehr trivial ist, aber wahrscheinlich die Textilbranche erobern wird, ist diese sogenannte Farbumschläge, Farbänderungen. Dass man tatsächlich sowohl mit Licht als auch mit Schatten oder normaler Reflexionsfarbe ein Textilium hat, das auch seine Farbe ändert. Das ist sicherlich eine Farbänderung als Funktion, könnte eine sehr große Markteroberung bringen. Und ich rede natürlich jetzt nicht von allen anderen sogenannten Special Functions, die ganz speziellen Funktionen, die vielleicht für Militär oder für andere Anwendungen als Funktion notwendig sind. Das alles könnte man und wahrscheinlich auch wird man in Zukunft an den Textilien anbringen.